Hallo und herzlich willkommen zu meinem Screencast. Bei diesem Screencast will ich euch erklären, wie man eine Durtonleiter mit Hilfe des Quintenzirkels notieren kann. Beginnen möchte ich mit der C-Dur-Tonleiter. Wie wir im Quintenzirkel sehen können, hat die C-Dur-Tonleiter keine Vorzeichen. Somit müssen wir bei der C-Dur-Tonleiter keine Vorzeichen beachten. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind die Noten von dem eingestrichenen C bis zu dem zweigestrichenen C zu notieren. Wir beginnen bei dem eingestrichenen C, darauf folgt das eingestrichene D, eingestrichene E, eingestrichene F, eingestrichene G, eingestrichene A, eingestrichene H. Und zuletzt noch das zweigestrichene C. Nun sind wir mit unserer ersten Durtonleiter, der C-Durtonleiter, auch schon fertig. Nun versuchen wir, die nächste Durtonleiter zu notieren, und zwar die G-Durtonleiter. Wie wir hier im Quintenzirkel schön sehen können, hat die G-Dur ein Fis, also ein Kreuz. Wir wissen, dass es ein Fis ist, weil wir hier heroben ablesen können, wo sich das Kreuz befindet. Aus diesem Grund müssen wir hier vor der Taktart das Generalvorzeichen für ein Kreuz einfügen. Wo sich dieses Kreuz befindet, können wir hier am Quintenzirkel schön ablesen. Nun müssen wir einfach nur mehr vom Grundton in der eingestrichenen Lage bis zum Grundton in der zweigestrichenen Lage die Noten notieren. Somit beginnen wir beim eingestrichenen G, danach folgt das eingestrichene A, das eingestrichene H, zweigestrichene C, das zweigestrichene D, das zweigestrichene E, das zweigestrichene F und zum Schluss noch das zweigestrichene G. Nun sind wir auch schon mit unserer zweiten Durtonleiter fertig, der G-Durtonleiter. Zum Schluss machen wir noch ein Beispiel für eine Durtonleiter mit B-Vorzeichen. Hierbei habe ich mich für die B-Durtonleiter entschieden. Wie wir hier sehen können, hat die B-Durtonleiter 2b. Die befinden sich hier, also das B und das S. Nun müssen wir wieder hier vor der Taktart die Generalvorzeichen für das B und das S einzeichnen. Wenn wir nicht wissen, wo sich die Generalvorzeichen für das B und das S befinden, können wir hier im Quintenzirkel wieder ganz einfach nachsehen. Nun müssen wir einfach wieder vom Grundton in der eingestrichenen Lage bis zum Grundton in der zweigestrichenen Lage die Noten notieren. Somit beginnen wir hier beim eingestrichenen H, darauf folgt das zweigestrichene C, das zweigestrichene D, zweigestrichene E, das zweigestrichene F, das zweigestrichene G, das zweigestrichene A und zu guter Letzt das zweigestrichene H. Nun sind wir auch schon mit unserer dritten und somit letzten Durtonleiter, der B-Durtonleiter, fertig. Ich verabschiede mich bei Ihnen und sage Danke fürs Zusehen und Zuhören.